So, willkommen zu Galactic Warfare, oder ist es Assault? Galactic Assault? Ich bin mir gerade unsicher, wie der Modus heißt, aber es ist auf jeden Fall der, wo man irgendwie Objectives hat. Was auch relativ cool ist. Warte, wollen wir Officer? Nee, ich will nicht Officer zum Start spielen, das ist ein bisschen blöd. Für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was wir machen müssen. Aua, aua, aua. Oh Gott, oh Gott. Sterben am Anfang, sterben. Ist ein bisschen bekloppt. Die ganzen Teams sind erstmal am Anfang beide sich direkt gegenübergestellt, was sehr zum Chaos der ganzen Sache beiträgt. Okay. Versuchen hier einfach mal die aufzuhalten, was nicht ganz geklappt hat. Der hat mir gegeben. Aber wir haben ein paar Kills gemacht, glaube ich. Drei Stück sogar. Wir haben ein bisschen aufgeräumt da hinten. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir halt so einen komischen Panzer haben. Hier den da. Kann ich da? Ich war da noch nie drin. Lass uns da mal reingehen. Mal gucken, was passiert. Der MTT, ne? Darfst du, glaube ich, da drin schießen. Darf ich vielleicht auch fahren? Ne, fahren wahrscheinlich nicht, weil er fährt nur so ganz, ganz, ganz langsam über die Map und wir müssen ihn halt beschützen. Die anderen müssen ihn irgendwie versuchen aufzuhalten. Oh ja, ich sitze jetzt hier drin. Was ist Q? Holy shit. Holy shit. Okay, das Ding macht, glaube ich, schon. Man kommt nicht. Was ich ist E? Ich weiß nicht, was E und F ist. Das ist halt jetzt sehr statisch hier, so ein bisschen nicht ganz so cool ist, aber es macht, glaube ich, relativ viel Sinn, dass da sogar einer drin ist, wenn ich da so ein bisschen schießt. Ich wurde noch nie, glaube ich, von dem Ding beschossen. Ich glaube, da sind allgemein nicht so oft Leute drin. Das sind unsere. Ich beschieße schon den Falschen. Aber man kann da, ich kann auch nicht wirklich viel rechts. Ich kann nur ein bisschen rechts, links. Also ich kann nur alles, was vor uns ist, abschießen. Also Riesenschlachtfeld vor uns, einfach nichts los. Wir haben nur noch 30.000 Leben, könnt ihr unten sehen. Ich weiß nicht, kann man eigentlich aussteigen? Was macht E? Refresh. Leben oder so? Steige ich da aus oder steigt man automatisch aus? Ich glaube, ich habe nichts Glück. Ich glaube, du wirst automatisch rausgeschmissen. Oh. Das hat sich jetzt ja nicht ganz so gelohnt. Zumindest im Moment nicht. Später lohnt sich das vielleicht, wenn das Ding auch ein bisschen näher dran ist. Wir müssen mit zusehen, dass das Ding näher rankommt. Eigentlich müssen wir nur darauf warten, weil solange die Gegner nichts machen und zu blöd sind. Eigentlich sind die nämlich rechts und links immer so Waffen. Da vorne ist auch eine. Die müssen die eigentlich aufheben und dann auf das Ding drauf schießen. Mal Wallhacks aktivieren. Hier ist, glaube ich, gerade keiner. Kommt man hier hoch? Ja. Ich glaube, hier kommt aber gleich einer. Nein, ich habe hier nämlich was gesehen, aber. Wo ist er hin? So ein bisschen cool, oder man kann es auch verwirrend finden, dass sich das Geplänkel hier sehr unterscheidet von Map und zu, von Runde zu Runde. Teilweise ist hier extremer Battle und teilweise ist es halt auch sehr ruhig, wie jetzt hier zum Beispiel gerade. Was ich finde, ich so ein bisschen störend finde, sind diese ganzen Tauben und das ganze Gekrüsel, was hier rumfliegt, was echt so ein bisschen übertrieben ist. Die Tauben kommen auch irgendwie so aus dem Boden raus, was total bescheuert ist, aber ist okay. Oder halt Space-Tauben, ich weiß es nicht. Naja, solange wir hier durchmarschieren mit unserem MTT, will ich mich eigentlich auch gar nicht so beschweren. Bisschen mehr Action wäre schon cool, aber. Was sind die denn jetzt alle? Ich weiß nicht, ob man da rüber gehen sollte. Aber das Problem ist, wenn man die Straße crosst, stirbt man öfter mal. Na, ich schmeiß den Scheiß mal an. Mal gucken, ob ihr wisst. Oh, vorne ist auf jeden Fall einer. Ich weiß auch nicht, ob der mich eventuell gesehen hat. Vorne müsste irgendwas sein. Ja, die ist jetzt nicht ganz so gut. Ich glaube, die ist. Nee, ist das die Stun-Granate oder ist das die, die Schaden macht? Ich weiß nicht mehr, wer die Stun-Granate dabei hat. Ich bin gerade irgendwie unsicher. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt niemanden. Nein!
Aber ich wollte schon sagen, wir haben uns gegenseitig gekillt oder so. Ich habe ihn noch geholt da vorne an der Kante, aber dann kommt er von hinten. Gegen Leute, die dich von hinten töten, kannst du natürlich nichts machen. Das Nabu ist normal, dass die Tauben aus dem Boden kommen. Man kann ja auch den Panzer fahren. Da habe ich ehrlich gesagt schon seit Battlefront 1 wollte ich diesen Panzer haben. Und ich will ihn auch irgendwann unbedingt nochmal fahren. Da fehlen mir jetzt nur leider die Punkte zu. Müssen wir mehr Kills machen. Den wollte ich irgendwie die ganze Zeit schon haben, weil ich mir dachte, der fehlt in Battlefront 1 so extrem. Ich finde auch, dass es ein bisschen mehr fahrzeuglastiger sein könnte. Kann natürlich sein, dass es auch noch deutlich andere Maps gibt, die natürlich deutlich fahrzeuglastiger sind dementsprechend. Aber die ist nicht ganz so. Okay. Und alle irgendwie hier links ist auf jeden Fall einer. Roger, Roger. Oh, ich hab das. Ich hab den gerade markiert, kann das sein? Mit dem Ding? Wusste gar nicht, dass man damit auch markieren kann. Immer nice. Nein, ich dachte, ich kann ihn wegholen, aber er hatte mich auch gleich im Visier. Weil ich immer so ein bisschen noch die Hoffnung habe, dass man gerettet wird, aber es ist nicht Battlefield, aber es ist irgendwie so eine Hoffnung, die immer aufkeimt, wenn ich sterbe. So, bitte retz mich, aber es ist keiner zum Retzen da, es gibt niemanden, der retzen kann. Kann man. Doch, das macht Schaden, lol. Aber ich glaube nicht ganz so viel. Das Flugzeugfliegen hier auf der. Also, das Flugzeugfliegen finde ich ist ein bisschen besser als im letzten Teil, aber es macht nicht so viel Sinn, wenn du nicht gerade mit dem Ding da zum Beispiel unterwegs bist, weil du sehr schnell hier drüber heizt. Und wenn dann keine gegnerischen Flugzeuge da sind, habe ich das irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich die ganze Zeit nur herumfliege, was aber irgendwie überhaupt keinen Sinn hat. Oh Gott. Ey, diese komischen Schockfelder, die sind ja ein bisschen krass. Die waren am Anfang noch nicht da. Ich glaube, die haben jetzt mehrere Leute irgendwie freigeschalten. Oh Gott, kommt der Darth Maul? Ich glaube, ja. Ah, nee, das ist unser Darth Maul. Oh Gott. Ich hatte gerade schon ein bisschen Panik, weil ich nur irgendwas gesehen habe und dachte mir so, bitte, geh ich, glaube ich, hier weg. Weil die Heroes, die sind schon stark. Die sind nicht zu stark, weil man kriegt die schon relativ schnell klein, wenn man da drauf schießt mit mehreren Leuten. Aber alleine bist du echt aufgeschmissen. Dann machen die dich platt. Dann machen die dich richtig platt. Laufen wir mal hinterher, ich gebe ein bisschen Backup. Holy shit. Okay, die hat einfach weggemäht. Alter, diese scheiß Dinger sind ja echt krass. Oh, ich potato alles. Okay, ich habe alles potato, ich will hier weg. Alles daneben gesammelt. Ist das so, ich krieg den schon einfach tappen. Ja, man muss auch zielen zum Tappen. Nicht nur schießen. Holy shit, was hat mich da erwischt? Okay, die haben mich umlaufen? Fuck me. Ah, so ein Jet Trooper, ja, kein Wunder. Der kann nämlich rumchargen. Wir könnten. Ist das der Chargende? Das ist auch der Rocket. Ja, okay, den spiele ich auch. Gar kein Problem. Ich kann das nämlich auch. Der kann nämlich jetzt auch fliegen. Man macht auch relativ viel Schaden. Man hat eine Rakete, die man noch abfeuern kann und man kann halt so nahkampfmäßig da rumschießen. Was eigentlich relativ stark ist. Na gut, jetzt ist der Rocket Droid nicht mehr ganz so geil, weil man jetzt halt nicht mehr draußen ist, aber es passt schon. Ja, mal gucken, ob wir mit der Rakete wen treffen. Und hier ist gerade keiner. Ach, da ist einer. Hab ich ihm direkt vor den Latz geknallt. Er wird sich auch freuen. Oh Gott. Ja, warte ich vielleicht mal ganz kurz. Na, cool, dass hier irgendjemand, der, okay, irgendjemand ist dran. Jetzt müssen wir nämlich hier diese Türen aufmachen und dann irgendwie theoretisch halt da dran stellen. Die müssen uns halt daran aufhalten. Okay, warte mal. Okay, habe ich mich gerade fast selbst gesprengt? Habe ich. Smart. Okay, wir haben es aber gleich. Theoretisch müssen wir hier nur chillen.
gerade das Schlauste, was du machen kannst. Ja, das ist ein dummer Wookie! Das Coole ist, wenn man diesen gelben Modus erreicht im Nachladen, kann man spammen wie ein Verrückter, weil die Waffe sich nicht erhitzt. Was relativ stark ist. Oh, fuck me. Was kam da? Okay, der hat da von hinten irgendwie in uns reingesäbelt. Aber wir haben das trotzdem, glaube ich, übernommen. Von daher, scheißegal. Scheißegal. Heavy? Da drin ist Heavy schon relativ stark. Oder Assault. Assault macht da drin eigentlich auch sehr viel Spaß. Ich weiß noch nicht, welchen Blaster gerade. Oh, passt schon. Wird schon schief gehen. Ich mag diese dummen Droiden auch total. Ich fand die schon irgendwie in Episode 1 super. Sind so ein bisschen trottelig, so ein bisschen Roger, Roger. Ich mag die Dinger. Scheiße, wir müssen das Ding aber noch auf der rechten Seite overriden, oder? Fuck me. Ah. Oh Gott. Ja, so ein Wookie, da musst du schon aufpassen, weil die halt relativ viel Leben haben. Da musst du, glaube ich, irgendwie 3000 oder 2000 Punkte für investieren. Okay, let's go. Let's go. Oh Gott. Mal ein bisschen warten, bis wir unser Leben regeneriert haben. Ich spamme einfach so rein, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob man überhaupt irgendwas trifft, ey. Ich habe ihn einfach die Beine wegrasiert mit der Pumpgun. Das ist auch gut. Müssen selber Leben regenerieren. Shield ist nämlich schon relativ nice von dem Heavy, aber ja, wenn man einfach mit der Pumpgun dem die Beine wegschießt, dann hat er halt keine Beine mehr. Oh, Granate! Ja, mit dem Dart kann man jetzt nämlich sogar die Leute irgendwie durch die Wände teilweise sehen, wenn du sie gescannt hast, was relativ stark ist. Oh Gott, Ray. Oh Gott, Ray. Nein! Ich hab ein bisschen Schaden gemacht. Ich dachte mir so mit Pub ganz schnell ran, vielleicht kriegen wir sie schnell down. Wie viele Punkte haben wir? Na gut, fast 5k. Mit 5k kann man die Hero spielen. Da fehlt mir gerade ein bisschen was. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen Hero zustande diese Runde. Vielleicht. Boba ist auch eigentlich ziemlich stark. Der kann halt auch rumfliegen mit seinem Jetpack und hat eine relativ starke Waffe. Oh, kommen wir hier hoch? Ich glaube schon. Letztes Mal hatten wir einen richtig epischen Fight hier oben. Das ist nämlich der letzte Punkt, den Thronraum zu erobern. Muss nicht einfach da reingehen, theoretisch. Aber das kann sich echt ziehen. Oh Gott. Weil das hier halt ein relativ starkes Gezerge werden kann. Nein, ich wollte noch schnell zur Seite weg. Ich hab's nicht mehr geschafft. Ja, das sind nicht genug Punkte. Das sind nicht genug Punkte. Weiß nicht, ob Heavy nicht eventuell gerade sogar mehr Sinn macht. Start. Ist ja nicht ein bisschen blöd, dass man immer warten muss. Auch diese fast 10 Sekunden oder bis alle voll sind. Weil manchmal... Du kannst halt nicht ins Menü gehen und ein paar Sachen ändern währenddessen. Das ist ein bisschen blöd. Holy shit, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da kommt Ray schon wieder an und säbelt einen weg, ey. Fuck me. Wie willst du denn da an Punkte kommen, wenn ihr ihn die ganze Zeit da wegsäbelt? Weiß ich, ob es vielleicht sogar Sinn machen würde, mit dem Sniper irgendwie von hinten da versucht aufzuräumen, aber... Ich versuche halt da gerade einfach irgendwie versuchen, ein bisschen Druck zu machen, aber ich komme nicht wirklich weit. Kommen wir auf der rechten Seite ein bisschen weiter.
Holy shit, das Ding ist sofort in die Luft gegangen. Okay. Ja. Versuchen wir mal Sand Remote anzuschmeißen, hier einfach durchzulaufen. Kommen nämlich gleich hier wahrscheinlich irgendwo rechts aus den Räumen. Oh Gott. Ich versuche gerade irgendwie nochmal zurückzukommen. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh Gott, sind es viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Nein! Ah, ich wollte gerade mit dem Sand Remote nochmal so komisch um die Ecke biegen. Oh, ich hab's nicht geschafft. Oh, wir haben es nicht geschafft. Fuck me! Wir waren so knapp dran. Das ist ein bisschen bitter. Das ist definitiv ein bisschen bitter. Hätte man echt schaffen können. Ja, zumindest den MVP im Team, ey. Und ist das nicht wirklich viel weiter geholfen, Mann. Wir auch gerade an den 5K-Punkten. Hätte es ein bisschen länger gedauert, das Game, dann, ne. Whatever. Wir spielen gleich noch eine Runde.